Moin, meine lieben Freunde. Ja, ihr seht richtig. Wir können jetzt auf die Mexiko Festival Liste zugreifen. Und ja, ich würde sagen, wir fangen erstmal mit der Hauptbühne an, oder? Ah, nee, die können wir auch nicht machen. Wir fangen erstmal mit der Straßenrennserie an. Wir machen das jetzt hier von oben nach unten, würde ich sagen. Ja, würde ich sagen. Ja. Wir beginnen das. Wes, wir sind startbereit. Komm einfach schnell zu mir. Das wird toll. Ja. Richtig geil. Wir haben das erste Haus. Wir werden jetzt die Straßenrennserie beginnen. Und müssen dann noch vieles, vieles mehr uns holen. Aber ja, das machen wir in dieser Folge alles. Wahrscheinlich nicht alles, aber damit werden wir in dieser Folge anfangen. Und ja, wir können erstmal 5 Kilometer, glaube ich, auf dem Highway lang ballern. Also, schön geil. Wir haben ein paar Auszeichnungen. Geil, eine schwarze eckige Uhr, habe ich mir schon immer gewünscht. Du machst erstaunliche Fortschritte und hier wird alles festgehalten. Schau dir alles an und entscheide, was du als nächstes tun möchtest. Ah, bei den Auszeichnungen. Wenn du willst, kannst du jede Herausforderung am Armaturenbrett anheften und deine Fortschritte verfolgen. Ah, okay. Da gibt es auf jeden Fall sehr viel zu tun, hat man, glaube ich, gerade eben ganz gut gesehen. Also würde ich sagen, ja. Da können wir auf jeden Fall viel machen. Holy shit, was ist das? Es hat doch nicht geregnet, oder? Was soll das sein? Windschatten? Irgendwas. Ah, doch, es hat geregnet anscheinend hier. Aber let's go. Holy shit. 360 km/h. Oh je. Yeah. Oh, aber der McLaren Senna liegt auch so gut auf der Straße. Ja, Hier, betreten die Veranstaltung. So. Tulum Expedition machen wir jetzt. Habt ihr gehört? Dann machen wir es jetzt, ne? Würde ich einfach mal sagen, das wird sie jetzt machen, ne? Ein Sturm zieht auf. Geil! Mit dem Ford Bronco Air Performance, glaube ich, heißt der. Oh, die shit, boah! Wie der fliegt! So fliegt mich ja nicht mehr fett zum Leder. Wer sonst? Ich kenne genau die richtige Stelle für eine Festivalerweiterung. Der Weg führt allerdings durch tiefsten Dschungel. Vertraust du mir? Natürlich. Ja, ich bin klar vertraue ich dir. Warum sollte ich dir nicht? Dann folge der Straße. Ich leite dich aus der Luft. Und bete, dass das Wetter hält. Warum soll ich mir einen Ford Bronco... Kann es sein, dass der Himmel fantastisch aussieht? Warum soll ich mir einen Ford Bronco auf der Straße bleiben? Digga, das ist ein Offroad-Fahrt. Willkommen, Teotihuacan. Für dieses Festival sind wir wohl leider ein wenig zu spät. Der Name bedeutet Ort der Wege der Götter. Upsala, oh je, je, je. Die kann mich nicht kaputt machen. Hier geht's nach links. Der Sturmgott scheint uns bemerkt zu haben. Yo, ey, Digga, das ist so geil. Wirklich auf diesen Sturm zu steuern? Ein bisschen Regen ist kein Grund zur Sorge. Das wussten auch schon die Maya. Es heißt, Chuck schickt Blitze in die Wolken und Regen wird fallen. Und alles okay da oben? Keine Sorge, ich habe immer noch alles im Griff. Ein bisschen Regen. Obwohl, vielleicht doch nicht alles. Weißt du was? Lass uns nicht direkt in den Sturm reinfliegen. Horizon Bravo Niner, ich gehe im Dschungel runter. Yo, gehst im Dschungel runter. Wie willst du das denn hinkriegen? Kannst du mir das mal erklären? Ist da Boden. Okay. Ging mir nie besser. Jede unbeschadete Landung ist eine gute Landung. Neben mir ist eine Art überfluteter Tempel. Ich schicke ein Leuchtsignal hoch. Hä? Das macht halt überhaupt keinen Sinn. Als er hier war, hat er gesagt, Boden. Sogar die Ausgrabungen wurden aufgegeben. Eine Expedition in eine vergessene Stadt. Wieder entdeckt von dir, Ramiro Luis Miron und dem Horizon Festival. Habe ich da eine Schaufel drin?
Da links guckt ja eine Schaufel raus. Mal um, ob ich irgendwo eine Signalstation aufstellen kann. Ja. Lass dich nicht bei deiner Lektion in mesoamerikanischer Geschichte stören. Komm mich einfach abholen, wenn du soweit bist. Ja, schauen wir mal, wo wir das aufstellen können. Oh, schade. Kann man gar nicht drauf. Ich dachte, da könnte man drauf. Aber wahrscheinlich darf man es in dem historischen Gebäude, Dingsbums. Ja. Wahrscheinlich darf man es nicht wegen. Jedes Jahr. Das hier existiert schon seit Jahrtausenden. Da rechts ist die Station. Warte mal, dann packen wir. Ich glaube, hier mal. Ist die richtige Stelle für die Horizon Pulse Signalstation. Für einen Radiosender machen wir das, damit man hier auch unser Radiosender hören kann. So. Signalstation läuft. Haben wir da Horizon Pulse. Gut gemacht. Weiß zumindest jemand, wo wir hingestellt. Sind. So. Nein, wir wollen hier noch nicht das finden. Wir wollen jetzt hier erstmal hier hochgehen. Gucken, ob wir hier was fotografieren können. Ah ne, fotografieren nicht, aber... Jo! Eule! Also... Wahrscheinlich könnte ich einen Sprung durch die Bögen und über die Ruine hinlegen. Da rechts, glaube ich, kann man fotografieren. Und jetzt ist hier gelandet. Ist nicht so aus der Zelle hier gelandet. Da hinten ist die Adelstatue. So. Perfekt. Jetzt haben wir einfach ein Foto gemacht. Rami, ich habe wohl eine der Statuen gefunden. Nicht anfassen, sie ist sehr mächtig. Könntest du für mich ein Foto machen? Hä? Wo ist denn der Typ? Wo soll denn der sein? Da ist das Flugzeug! Und unser Exit! Hey, ist das... Ich hab da kein Flugzeug gesehen. Da bist du ja! Gut, weiter geht's in Richtung Küste. Yo, ab in die Küste, ab in die Küste. Ups. Gut. Ins Auge des Sturms. Geht's dir gut? Ja, mir geht's gut. Alles gut. Ich hab nicht vor, von der nächsten archäologischen Expedition gefunden zu werden. Du etwa? Es ist definitiv schöner, wenn wir nicht drin sind. Fahren wir! Manche Wege könnten blockiert sein. Ich navigiere. Es gibt wohl nur einen Weg zur Küste. Er führt direkt durch den Sturm. Direkt durch den Sturm. Perfekt. Du packst das schon. Zeit für einen wilden Ritt durch diesen Sturm. Wir kennen keine Angst. Baustelle. Dann müssen wir durch den Sumpf. Fahr nach rechts. Ich hoffe, du magst es schlammig. Was sollten wir auch sonst tun, hä? Egal. Kann ich die Fotos sehen? Was? Ups. Jetzt? Ah, ich will sie sehen. Ich will sie unbedingt sehen. Ja, du kannst sie ja gleich sehen. Chill doch mal. Einmal nicht so ein Streck. Okay, oh mein. Jo. Ja, ich versuch's. Colin, komm in Tulu, Mann. Ja, das werden wir machen.
werden es versuchen. Es gießt in Strömen. Gib weiter Gas. Damn. Oh, geilen Drift. Das Schlimmste haben wir hinter uns. Tulum ist gleich um die Ecke. Gleich um die Ecke, was heißt das? Ah, da. Geschafft. Willkommen im schönen Tulum. Danke für nichts, Wetter. Du hast recht, aber die Strände sehen jetzt schön aus. Ab nach Tulum. Ich dachte nämlich, da wäre schon die Ziellinie, aber war es dann doch nicht. Kein Stein bleibt auf dem anderen. Schließt die erste Expedition ab. Da könntest du durchaus recht haben. Weit weg von all dem Schlamm. Errichte Außenposten Horizon Apex. Okay. Ja. Chill. Chill doch mal. Bienvenido bei Horizon Apex. Bereit für mein Straßenrennenprogramm? Hier sind die Veranstaltungen, die ich bisher organisiert habe. Darauf habe ich gewartet. Endlich sehe ich, was du wirklich kannst. Aber ich würde gerne. Ah, das können wir auch gar nicht weitermachen. Okay, dann machen wir, würde ich sagen, direkt hiermit weiter. Und? Die Universidad schickt einen Techniker, der an unseren Festival-Außenposten forschen soll. Und er braucht jemanden, der ihn fährt. Sei nett zu ihm, es ist mein Cousin Juan. Oh, hola, ich bin Juan Maria García. Die Universidad hat mich beauftragt, an Horizon-Außenposten zu forschen. Rami und Ale, meine Cousins, wollten mich einem ganz besonderen Horizon-Fahrer vorstellen. Und ich nehme an, das bist du. Ja, könnte sein. Ich bin hier, um zu helfen. Danke, Juan. Hey, Peer. Dein Name fällt in letzter Zeit öfter. Was du auch tust, mach weiter so. Wir haben große Pläne umzusetzen. Hey, Peer, das ist ein Festival-Außenposten von Horizon Mexiko. Rechts abbiegen. In 400 Meter links abbiegen. Route wird neu berechnet. Bei nächster Gelegenheit enden. Warte mal. Wir haben Real Spin. Bitte sag eine gute Karre. Bitte sag die Karre. Also, mir wird auch Geld. Oh! 300.000. Ja, genau. Ja, dazu sage ich nicht nein. Dazu sage ich nicht nein. Dazu sage ich ja. 444.000 haben wir jetzt. Nice. Haben wir direkt noch einen Spin? Nee. Das war wahrscheinlich der Re-Spin. 300.000 haben wir jetzt. Wir bekommen aber gerade ganz schön viele Erfolge, egal. Starten direkt rein. Ostküstenparadies, rein da. Aber bevor wir diese Mission starten, würde ich sagen, das war's mit dem vierten Video. Ja, von Forza Horizon 5. Bis zum nächsten Mal. Ciao.